Hallo Leute und willkommen zurück zu The Evil Within. Ich habe mich nochmal durchgeschlagen bis hierhin und habe jetzt vorher diese zwei Zombies angezündet. Ich habe sehr, sehr viele Kommentare von euch bekommen bezüglich zu meinem ersten Fehlversuchspart, sag ich jetzt mal so. Die habe ich mir durchgelesen, hat mich sehr gefreut. Es sind viele gute Tipps dabei. Ich habe zum Beispiel jetzt auch die Helligkeit etwas höher gemacht. Wenn es nicht hell genug ist, sagt es mir. Ich denke, es reicht vielleicht so, aber hinterher bei YouTube sieht es immer ein bisschen anders aus. Ich habe die Fallen und das alles jetzt etwas mehr beachtet und die vorher halt auch entschärft. Manchmal können die natürlich auch nützlich sein, aber in diesem Falle habe ich es bisher jetzt auch so hinbekommen. Bin ein bisschen anders gelaufen als in den vorigen zwei Parts. So dass ich halt versucht habe, die Sachen einzusammeln, die noch so drinne waren. Auch der eine Zombie, der halt geschlafen hat, wo man sich dann diesen Gesundheitsdrink, sag ich jetzt mal, genommen hat, diesen komischen Gehirntrunk, den grünen, genommen hat, der dann auch noch aussteht. Da habe ich mich kurz unterm Bett versteckt, bin dann rausgegangen und naja, habe halt alles versucht so umzusetzen, aber es wird wahrscheinlich immer noch sein, gerade weil jetzt wieder Stellen kommen, die ich überhaupt nicht einschätzen kann. Jetzt kannte ich halt die Strecke schon, wusste ungefähr, wo ein Zombie steht und so. Das weiß ich natürlich jetzt nicht, wenn wir hier durchgehen. Aber wenigstens haben wir freie Bahn. Und deswegen, legen wir mal los. Diesmal werde ich hoffentlich nicht gekillt. Das war echt gemein das letzte Mal. Ich bin nicht so gut drin irgendwie. Also ich habe zum Beispiel die Fackel immer nicht so benutzt. Das mag ich nicht. Ich habe immer Angst, dass man mich sieht. Gucken, was jetzt hier auf uns zukommt. Oh, das ist schön. Wenigstens ein Kontrollpunkt. Also ich meine, selbst wenn ich sterbe, muss ich nicht alles nochmal machen. Das freut mich dann schon. Ich laufe mal hier so ein bisschen in die Ecken. Jetzt finden wir ja schon irgendwas. Gut, dass er die Flasche noch hat. Hallo. Ich sehe gar nichts. Ist was? Das nehmen wir mit. Können wir? Nein. Kann ich nicht. Hier ist noch was. Ein Fragment. Kartenfragment 3. Okay. Wozu auch immer. Ja. Ich habe immer Angst, ein bisschen ins Feuer zu laufen. Weil ich noch nicht weiß, was da ist. Oh mein Gott. Oh oh, die sind... Gut so. Lasst euch bloß nicht stören. Okay, das klingt nicht gut. Oh Gott, ich sehe nichts. Mach mal dahin. Ich hoffe, ich komme hier raus. Naja, das ist schön. Oh. Können wir den töten? Den können wir doch bestimmt ausschalten. Oh Gott, haben die das jetzt alle... Ah, mein Gott! Hilfe! Okay, sie haben mich gemerkt. Geht's ein bisschen schneller vielleicht? Ich glaube, sie sind mir ziemlich dicht auf der Ferse. Merken... Na, okay, sie kommen. Okay, okay. Sie sind sehr, sehr schlau. Und kannst du vielleicht mal... Scheiße. Ich laufe hier echt querfeldein gerade, weil ich keine Ahnung habe, wohin. Hallo. Habe ich sie abgehängt? Scheiße. Scheiße. Ich habe keine Ahnung, wo lang. Das ist übel. Ich weiß auch gerade nicht mehr, wie man schnell läuft. Das ist schlimm. Ich konnte doch schnell laufen. Oh nein, mach das Licht aus. Warum sind die so schlau? Und selbst wenn ich hier rumirre, weiß ich gerade nicht, wo lang. Ich bleibe jetzt einfach mal auf dem Hauptweg. Hm? Nein, da komme ich her. Das ist nicht so gut gewesen. Ja, ja. Ja. Kommt ruhig, Leute.
Kommt und folgt mir. Ich bin euer neuer Anführer. Yay, ich habe gar keine Angst. Nein, ich laufe mal geradeaus. Wenn noch mehr kommen, dann können die gleich alle mit. Wir ignorieren einfach mal die Spielvorgehensweise. Guck mal, so machen wir das jetzt. Hier so lang. Also man darf nicht einen töten, dann war's das, oder was? Scheiße. Nichts wie weg von hier. Ja, sehe ich auch so. Also ein normales Lauftempo ist doch okay. Das läuft. Gott verdammt! Gott, sie kommen. Yeah. Okay. Ganz ruhig. Kapitel 2 überlebt. Yay, yay. Wir haben es geschafft. Oh Gott sei Dank. Boah, ich muss zugeben, ich habe bei dem Spiel echt Schiss. Also das kommt so nach und nach gerade immer mehr. Jetzt kommt Kapitel 3, die Klauen der Horde. Dann wollen wir mal, oder? Ich hab doch schon gespeichert. Jetzt wollen wir weitermachen. Nächstes Kapitel. Wenigstens haben wir es geschafft. Und es sollte anscheinend so laufen. Kapitel 3, die Klauen der Horde. Yeah. Genau, machen wir die Kisten kaputt. Kannst du hier nochmal auf dem Steg? Können wir hier ins Boot nochmal? Können wir ein bisschen umfahren? Nö? Nein. Okay. Ich weiß nicht, was passiert, wenn man ins Wasser fällt? Ich weiß es nicht. Liegt hier irgendwas? Das ist voll. Okay. Ich weiß gar nicht, die ist bestimmt nicht geladen, die Pistole. Naja. Hier sind doch bestimmt auch Zombies. Müssen wir ein bisschen aufpassen? Was ist das hier? Ist da was drin? In Fässern? Okay, wir schleichen. Wir hören sie nämlich wieder. Oh oh. Die stehen doch alle auf. Ich weiß es nicht, deswegen passe ich lieber auf. Hier sind noch mehr. Oh oh. Gott. Oh Gott. Oh, es ist aber auch so fies gemacht hier. Jetzt kommen wir wieder in so ein neues Fangreal, ne? So ein... Scheiße. Scheiße. Genau. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was kommt hier auf mich zu, bitte? Ja, oh, hallo. Ich gehe erstmal hier hoch. Geht das? Oder da hinten lang? Oh, oh, ii, da hängen Leichen. Und die können wir auch anzünden. Ich lasse es aber mal. Shit! Okay. Ganz locker. Gut, dann gehen wir in das eklige, blutige Haus rein. Anscheinend soll ich da auch rein, weil es ist so einladend gemacht. Da hängt auch eine Axt. Darf ich mir die Axt schnappen? Ich darf mir die Axt schnappen. Das ist nett.
Hier unten einer. Oh. Ich glaube, ich behalte in diesem Falle die Axt. Ich weiß nicht, was jetzt los ist hier. Hallo? Oh, bestimmt der steht der auf, oder? Irgendwas oder irgendjemand läuft hier rum. Was ist das? Eine Falle? Nadel anhalten. Blau, Erfolg, Rot, Fehlschlag. Bomben entschärfen. Wenn du die Nadel innerhalb einer Umdrehung im blauen Bereich anhältst, ist die Falle entschärft. Entschärfte Fallen bringen dir neue Teile für Fallen. Okay. Das ist prima gelaufen, würde ich sagen. Und wie oft soll ich jetzt dann immer sterben, wenn ich das versuche? Weil erstmal musste ich das ja auch kapieren. Also es soll natürlich im blauen Bereich sein, aber wenn man es dann nicht hinkriegt, dann ja, läuft es so. Das ist sehr gut zu wissen. Schön. So, dann gehen wir hier nochmal rein. Ich nehme mir nochmal die Axt. Versuchen das alles nochmal. Vielleicht darf man hier auch, wenn man schleicht, läuft es vielleicht besser oder so. Vielleicht war in dem Fass ja auch noch was drin. Ich weiß nicht, ich versuche das jetzt einfach nochmal. Ja, aber jetzt habe ich zum Beispiel gar nicht gedrückt. Ich dachte, der Zeiger kann jetzt mehrmals so da rumkreiseln. Damit ich dann das mal erstmal einschätzen kann, wie schnell dieser Pfeil da rumgeht und im richtigen Moment und so. Also man muss direkt drücken, oder was? Das ist ja übel. Dann nochmal. Den kennen wir ja langsam. Ja, okay, dann, ne? Ja. Noch eine Sekunde früher, dann hätte ich es vielleicht mal geschafft. Okay. Muss ich jetzt alles nochmal machen? Oder warum lädt er jetzt hier so? Komm. Mach mal schneller hier. Ich weiß nicht, ob da hinten irgendwie gleich einer ist, weil da, ich höre immer einen schon. Aber ich schleiche jetzt auch nicht mehr. Ich laufe jetzt nur noch, ne? So, hier so. Bekannte Wege. Piept auch schon. Ich versuch's nochmal. Geschafft. So, jetzt habe ich irgend so ein Teil bekommen. Ich klopf's mal hier drauf. Ah, da war sogar Moni drin oder irgendwie sowas. Das ist ja cool. So, ich habe die Bombe entschärft. Irgend so ein Teil gewonnen. Jetzt wird's aber wieder knifflig. Da ist irgendwie ein Zombie-Pack drin, ey. In den Kisten, das wäre auch sehr gemein. Die blutige Spur. Da ist die Tür. Ich gehe aber mal nach oben, da waren wir noch nicht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Warum mache ich das eigentlich hier? Warum tue ich mir das an? Oh, hier muss doch einer jetzt kommen, ey. Das ist 100 Pro. Hier kann man sich nämlich auch verstecken. Hier kann man sich verstecken, also komm. Hat er die Axt nicht mehr? Nimm mal die Axt wieder mit. Stimmen gehört. Kommen jetzt hier welche? Oder nicht? Oder doch? Oh Gott. Echt, wenn ich
erstmal den Fluchtweg kenne, dann... Mach mal leise auf. Guck mal nach. Wer ist da? Nicht schießen! Ich bin keiner von denen. Ich bin Doktor. Marcelo Jimenez. Sie waren vor dem Unfall in dem Krankenwagen, richtig? Ja, wir haben mit Glück überlebt. Haben Sie noch jemanden gesehen? Meinen Patienten Leslie. Ich habe ihn vorlaufen sehen, aber... Aber? Kommen Sie hier lang. Aber bitte leise. Ja. Klar. Kein Problem. Sehen Sie selber. Diese Dinger haben mich den ganzen Weg ins Dorf verfolgt. Mich auch. Die sind hier überall. Leslie ging durch dieses Tor. Oh Gott. Es sind zu viele, um sich durchzuschießen. Einer von uns könnte sie weglocken, während der andere das Tor öffnet. Sie sind der mit der Waffe. Mhm. Wenn Sie meinen. Ja, klasse. Klar. Kein Problem. Oh, hier ist noch ein Drink. Zeugs. Was ist das hier? Kann ich die noch benutzen? Nee, die wurde jetzt benutzt, ne? Ja, dann wollen wir mal. Was war das jetzt? Ah, abscheuliches Ding. Was? Da ist eine Kurbel auf der Terrasse. Sie müssen sie betätigen, damit ich durch kann. Okay. Ja. Das war diese Falle, die wir vorhin schon irgendwie bemerkt haben. So, und jetzt? Soll ich ihn jetzt hier beschützen, oder was? Schmeiß mal das... Genau. Hier drüben! Hier! Ja! Hey! Hier drüben! Hier geht es lang! Oh Gott. Der Alte geht dabei noch drauf. Können wir hier rüberspringen? Müssen wir jetzt echt da lang? Dauert doch viel zu lange, oder? Können wir hier irgendwie rüber? Was mache ich denn jetzt? Das stirbt doch. Oh Gott. Er versteckt sich jetzt hier, oder? Oh. Das war aber richtig, oder? Da kommt einer. Da kommt was. Boah, ich kann ihn doch nicht da... Bist du mit dem Rücken zu mir, dann krieg ich dich. Hey, hallo? So. Oh, Mist! Mist! Ich habe sie noch fast erschossen. Ja, komm, leg los. Das war's. Fehlversuch. Passiert. Ich dachte gerade, die rennt raus. Und nicht so, weil sie ist so komisch weggelaufen. Aber das Problem ist auch, dass ich jetzt irgendwie gar nicht weiß, wie ich ihm so schnell helfen soll. Was macht er da? Er rennt da jetzt draußen rum, oder was? Soll. Okay, das ist schön, dass du wieder vorbeikommst. Oh, was soll ich denn machen? Shit. Kannst du mal einmal treffen? Mann, ey. Ja, super.
Okay. Wenigstens lebe ich noch, aber ich habe viel zu viel Muni verloren. Weil ich immer so panisch werde, schieße ich immer. Kann der jetzt mal hier vorbeikommen, damit man weiß, wo er ist? Ja, ja, komm, komm. Damit ich weiß, wann du hier drinne warst. Weil sonst komme ich raus und er läuft mir schön in die Arme. Das kenne ich schon. Wie viele da auch auf einmal waren. Oh, jetzt. Ich wette, wenn ich rauskomme, dann kommt der. Da immer so ein Schatten. Okay, ich gehe raus. Los. Und wenn ich es nochmal mache, dann mache ich es nochmal. Magst du vielleicht mal deine scheiß Lampe ausmachen? Wieso geht die Lampe nicht aus, wenn ich das mache? Komm mal raus hier. So, geht doch. Wo ist er? Okay, ich habe eine Granate. Diese Stielhandgranate ist ein Relikt von vor 100 Jahren. Niemand weiß, wie sie im Privatbesitz gelangen konnte. Ja. Und wie benutze ich die? Oh, der klingt wie der am Anfang, ne? Das ist nicht gut. Wo ist denn hier eigentlich der andere? Wo ist der denn? Ich verstehe das hier alles schon wieder nicht. Ist der irgendwo hier? Nee, hier waren wir doch gerade. Ist auch nicht richtig. Ich weiß nicht, wo der andere ist. Oh, keine Ahnung, ey. Ist der hier links? Ich check's nur nicht. Ja, schön. Ich glaube, ich muss hier nach links mal. Ich glaube, dann komme ich weiter. Hier, da. Ist der da? Ist da unten einer, der da lang schleicht? Habe ich da nicht gerade einen gesehen? Okay, geh mal wieder nach oben. Da ist er. Okay, er kommt aber nicht ganz um die Ecke, ne? Sehr schön. Okay, dann kann ich ja hier stehen bleiben, oder was? Ich bleib mal hier. Dann bin ich ein bisschen schneller. Lass ihn mal hier kommen. Okay, ich hätte ihn auch gerade eben erwischen können. Aber... ja, dreh dich wieder um. Okay. Okay. Ist doch der, den wir auch schon angeschossen hatten, oder? Das ist doch derselbe Idiot, echt. So. Ich verbrenne die auch nicht mehr, weil jemand von euch meinte, brauchst du nicht machen, wenn die in den Kopf gedingst wurden. Gehst du mal raus und kannst du mal rausgehen? Danke. So, hier höre ich den Kettensägenmann. Das klingt gar nicht gut. Oh, hier haben wir noch so einen Drink. Sehr schön. Und, okay, da hinten ist er. Ich werde jetzt mal kurz eine Pause machen. Ich gehe mal wieder in meine Ecke. Hier fühle ich mich irgendwie sicherer. Ich gehe in meine Ecke. Und, wir sehen uns im nächsten Part von The Evil Within, Leute. Bis dann.